Hallo ihr Lieben, ja, ich möchte zum Anlass der Sommersonnenwende heute noch ein Orakel machen und schauen, was bringt die Sommersonnenwende mit sich und wie sind die Energien. Ja, ich würde auch sagen, wir beginnen gleich. Denk daran, es ist ein allgemeines Reading, es kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Spürt euch einfach hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Und ja, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Also falls du mir als Mann zuschaust, drehst du bitte um. Es kann auch hier jegliche andere Person sein als dein Herzensmensch. Da musst du dich dann bitte in deine Situation hineinspüren und einfach schauen, was hier von passend ist. Genau. Und das Reading wird trotzdem zeitlos sein. Auch wenn du es jetzt nicht zur Sommersonnenwende findest, kann es dann tatsächlich noch eine Bedeutung für dich haben. Wenn es zu dir geführt wird, sind dann auch für dich hier eventuell wichtige Botschaften dabei. Genau. Okay, ihr Lieben, an dieser Stelle nochmal ganz kurz herzlichen Dank für jedes Abo, für jedes Like, für euer super Feedback. Ich freue mich so mega und ja, also mein Herz lacht einfach nur. Ihr seid so toll. Danke an jeden Einzelnen von euch. Okay, so, jetzt aber gehen wir in die Kartenlegung. Der Tod ist gefallen, das passt schon mal sehr gut zur Sommersonnenwende. Der Tod, der Ritter der Schwerter. Sieben der Kelche. Was bringt die Sommersonnenwende für meine lieben Zuschauer? Der König der Kelche ist noch gefallen. Der König der Münzen, okay. Ja, und die Acht der Schwerter, die haben wir ja in der letzten Zeit etwas mehr. Und wir haben noch den König der Schwerter. Wahnsinn. Also wir haben hier drei männliche Energien tatsächlich liegen und ich habe das Gefühl tatsächlich, ich versuche jetzt erstmal jede einzelne Person hier so ein bisschen zu beschreiben und es kann natürlich in deiner Situation momentan, in der du dich befindest, um zwei Menschen gehen, beziehungsweise auch um drei Menschen könnte es auch gehen, ja. Da musst du jetzt für dich bitte reinspüren. Es kann aber auch ein Mensch sein, der eben genau diese Elemente in sich trägt. Ja? Wir haben hier als erstes den König der Kelche. Es zeigt mir einfach, dass es eine Person ist, die das Herz am rechten Fleck hat. Das ist ein Mensch, der dem Element Wasser zugeordnet ist. Wasser ist vom Sternzeichen Skorpion, Fische und Krebs. Ja, und diese Person, wie gesagt, ist sehr emotional, sehr liebevoll, sehr romantisch veranlagt, mag auch gerne das Wasser. Ich habe das Gefühl, du hast es hier auf jeden Fall mit jemandem Naturverbundenen zu tun. Ja, also dieser Mensch geht gerne in die Natur, könnte auch hier sehr sportlich sein, was ich diesmal reinbekomme. Und ja, ich weiß nicht, also mit Wasser könnte man sich hier viel beschäftigen oder man wohnt am Meer, das könnte hier sein, ja. Ja, zu dem König der Kelche ist auch so, er ist manchmal etwas sensibel, ja. Also es ist eine Person, wo ich schon denke, wo du auch Gefühle hin hast, ja, weil er hier eben als König der Kelche gefallen ist, beziehungsweise hat er Gefühle für dich. Ja, das steht hier schon mal außer Frage. Okay, dann haben wir jetzt den König der Münzen. Ich gehe jetzt zum König der Münzen über. Das ist hier das Element Erde tatsächlich, Stier, Steinbock und Jungfrau vom Sternzeichen. Es ist ein Mensch, der sehr verlässlich ist. Jemand, auf den du dich wirklich in absoluter, also auf diesen Menschen kannst du dich einfach verlassen. Er ist vertrauenswürdig, er ist sehr familiär eingestellt und braucht auch Sicherheit und Stabilität tatsächlich, ja. Es ist ein sehr arbeitsamer, fleißiger Mensch und ja, er hat sich vielleicht auch schon einiges im Leben aufgebaut und ja, dieser Mensch verfügt auch darüber, dass er eben sehr in seiner Mitte ist, sehr geerdet ist und
Das Einzige, so ein bisschen, was bei ihm halt so ein bisschen das Problem ist, erstmal ist er nicht einer der von der schnellen Natur, also er ist eher so ein bisschen langsamer unterwegs, er ist der ruhige Vertreter, geht auch nicht so gerne Risiko ein tatsächlich, ja, und ist lieber mit seiner Sicherheit und mit seiner stabilen Base vereint, ja. Genau, und der König der Münzen ist eben auch, wie gesagt, jemand, der auch seinen Wert erkannt hat und jemand, der auch dir sehr wertschätzend gegenübertritt. Ja, wie gesagt, dieser Mensch hält auch viel von Materiellem. Also das könnte jemand sein, der viel Wert hier auf materielle Dinge legt. Ja, ja, und jetzt gehen wir noch zum König der Schwerter. König der Schwerter ist das Element Luft. Zwillinge, Waage, Wassermann. Und der König der Schwerter ist eine Person tatsächlich, die sehr rational ist, sehr verstandesorientiert ist. Es ist manchmal auch ein Ex-Partner. Und entschuldigt bitte. Er kann die Gefühle super gut an die Seite stellen. Ja, das kann auch der König der Kelche tatsächlich. Dieser König der Schwerter, der schiebt die Gefühle komplett an die Seite, trifft radikale, rationale Entscheidungen, hat auch schon viel erlebt, hat auch meistens ein hohes Ansehen, eine sehr männliche Ausstrahlung und ja, er ist hier auch sehr direkt, sehr freiheitsliebend, sehr klar in der Kommunikation, ja. Und ja, das ist aber auch ein Mensch, der, wie gesagt, ja, sehr unnahbar wirken kann, sehr kühl, sehr distanziert, ja. Und genau, wie gesagt, dieser Mensch ist ein verstandesorientierter Mensch, ja. So, und jetzt musst du halt mal schauen, ist das eine Person für dich oder spreche ich hier vielleicht von zwei Menschen, wo du sagst, ja, der eine ist so, der andere ist so. Da müsst ihr jetzt jeder für euch bitte reinspüren. Was ich hier noch sehe mit dem Tod, ja, ist, dass hier zur Sommersonnenwende für dich ganz stark eine Transformation im Gange ist. Hier kommt ein natürliches Ende zustande. Hier wird etwas beendet. Und ich könnte mir vorstellen, dass du hier, dass dieser Herzensmensch, auf den du hier schaust, weil es liegt hier bei dem König der Kelche, der Herzensmensch, auf den du hier schaust, das ist so ein bisschen das, der ist momentan in einer Transformation. Hier geht etwas zu Ende. Und was hier zu Ende geht, das ist eigentlich ganz interessant, denn ich habe das Gefühl, dass hier Situationen eure Verbindung sozusagen, also außenstehende Sachen, eure Situation quasi blockieren, ja. Immer wieder war es vielleicht so, dass dein Gegenüber viel gearbeitet hat oder irgendwelche anderen Dinge. Entschuldigt bitte meine Stimme. Geht dann dauernd weg, irgendwie so gefühlt, Frosch im Hals. Ja, dass irgendwelche anderen Leute eben viel von deinem Gegenüber wollen und er somit einfach gar nicht die Zeit hat, irgendwie, ja. Hier zieht jeder irgendwie an ihm. Das kann einmal die Situation sein, oder es gibt auch die Situation noch, dass er tatsächlich noch gebunden ist. Ja, ich nehme es aber irgendwie auch so wahr, dass ich glaube, dass es hier eine Geschichte zwischen euch gab mit den sieben der Kelchen. Die sieben der Kelche stehen ja immer so für Illusion, Vision, ja, verliebt sein. Und ich habe das Gefühl, man konnte hier keinen Weg für sich finden. Das kriege ich hier tatsächlich rein. Man konnte keinen Weg finden, zueinander finden, aufgrund dieser äußeren Umstände, die hier immer wieder irgendwie die Situation eingeengt hat, ja. Und ja, mit dem Ritter der Schwerter habe ich das, dass hier definitiv eine Transformation bei deinem Herzensmenschen ist und dieser Mensch, sage ich mal, sozusagen wirklich auch ein Stück weit aufsteigt. Man macht sich hier auf jeden Fall Visionen darüber, wie es sein könnte, wenn man mit dir zusammenlebt, ja.
Man macht sich darüber Gedanken, man versucht, sich von gewissen Dingen zu lösen, ja. Hier ist auch stark mit dem Ritter der Schwerter einfach so dieses, man möchte klären, man möchte loslegen, man hat hier auch diesen Impuls, dass es einem irgendwie reicht, ja. Man hat jetzt vielleicht auch lange in einer Illusion gelebt, hat immer nach der Nase der anderen getanzt, ja, und hat vielleicht auch immer das gemacht, was von ihm verlangt wurde, ja, und es ist für mich so, dieser Mensch befreit sich aus dieser Verstrickung sozusagen, ja, der hat die Schnauze voll mit dem Ritter der Schwerter, so kann ich sagen, ja, hier bekommt das Pferd Flügel, hier haben wir das Pegasus-Pferd und ja, hier geht es um eine klare Entscheidung und ich habe das Gefühl, hier will man ganz klar zu dir. Ja, das ist mein Gefühl. Das, was er vorher nicht konnte, aufgrund dessen, dass hier vielleicht auch Arbeitssituationen waren, ja, die ihn eingeengt haben oder irgendwelche anderen Umstände, eine noch Partnerin, solche Dinge könnten hier sein, wo man einfach, man hat immer davon geträumt, irgendwie, aber man hat es nicht in die Wirklichkeit umgesetzt, also quasi in die Realität umgesetzt, ja. Und mit dem Ritter der Schwerter habe ich das Gefühl, dass er diesen Impuls bekommt, jetzt loszulegen, ja. Also hier passiert gerade Transformation, natürliches Ende von dieser Illusion, von diesem, ich mache das, was die anderen von mir wollen, ja. Ich gehe jetzt meinen Weg, wo ich mich wohlfühle. Ich möchte auch wieder Gefühle, also ich möchte verliebt sein, ich möchte Gefühle spüren, ich möchte mich wertgeschätzt fühlen, ich möchte einfach, ja, meine Liebe leben, ja. Sowas kriege ich hier rein. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Die 7 der Münzen sind gefallen. Also ich glaube, dass du hier in einem Prozess warst. Ja, hier hat sich jemand wirklich lange Zeit gelassen. Du bist hier und wartest im Endeffekt ziemlich geduldig darauf, dass er hier löst. Ja, das ist das, was ich mit dieser Karte hier reinbekomme. Du versuchst Ruhe zu bewahren. Du versuchst in deinem Vertrauen zu bleiben, in der Erdung zu bleiben. Und ich habe auch das Gefühl, dass du genau weißt, zur richtigen Zeit werden dir hier die Früchte von alleine in diesen Schoß fallen, ja. Wir müssen da aber mal ein bisschen weiter schauen. Ja, doch. Also dieses langsame geht raus. Jetzt mit der Sommersonnenwende geht das raus. Hier wird ein Zyklus abgeschlossen. Zyklus, der hier schon lange, also das kann wirklich schon länger sein, dass du in einer Warteposition warst oder dass du lange nichts mehr von deinem Gegenüber auch gehört hast. Du hast vielleicht weniger Kontakt zu ihm gehabt oder auch gar keinen Kontakt, ja. Muss nicht sein, ihr könnt auch Kontakt haben. Ich sehe nur, dass alles irgendwie sehr, sehr langsam vorwärts ging. Und sehr schleppend, ja. Und dieser Zyklus geht raus. Also du hast jetzt lange genug vielleicht auch gewartet und hast auch für dich jetzt eine Entscheidung getroffen. Das werden wir ja gleich sehen, weil bisher sehe ich dich hier noch nicht, ja. Also ich sehe hier, wie gesagt, 3 männliche Energien. Und ich habe das ganz starke Gefühl, dass es sich hier entweder um eine Person aber oder vielleicht wirklich um 2 Personen handelt. Natürlich kann aber auch 3 Männer auf dich zukommen, ja, und du stehst dann vor der Qual der Wahl. Das kann hier auch passieren. Aber ich habe das Gefühl, dass es, weil wir den König der Kelche, das ist immer eine Person, die dir auch wirklich am Herzen liegt, wo du Gefühle hin hast, ja, und ich habe das Gefühl, diese Energien gehören zu ihm. Da könnt ihr mir ja vielleicht auch mal ein Feedback geben, würde mich mal freuen. Ob ihr hier zwischen 2 Männern steht oder zwischen 3 oder ob es einer ist. Ja, gut. Auf jeden Fall geht hier diese Wartezeit raus. Der Zyklus wird beendet. Hier soll eine Sache rund gemacht werden. Okay, was sollen wir hier noch wissen? Ja, hier ist ein kompletter Zusammenbruch. Ne? Ein Zusammenbruch, ein Durchbruch. Ich habe das Gefühl, lange, lange hat es gedauert. Und jetzt kommt
Ich kriege das wirklich so rein. Dieser Impuls, den er hier kriegt, sein Pegasus hier zu satteln und sich zu erheben, ja, über genau diese Dinge, die ihn festhalten. Und es ist so, mit dem Turm bricht hier etwas zusammen. Und das ist auch dieser Zyklus, der sich abschließt. Das ist auch, für mich habe ich das Gefühl, hier, das kann sich unangenehm anfühlen, weil wir hier auch die starken Wellen haben, ja. Und ich nehme es tatsächlich einfach so wahr, hier sind die Gefühle ziemlich aufgewühlt und hier bricht etwas raus aus deinem Gegenüber, ja. Ich habe hier auch die Vögel. Hier kann es auch wirklich so sein, dass man, ja, vielleicht hat man über euch getratscht, geredet, ich weiß es nicht, ja. Diese ganzen Gefühle, dieses Ganze, was gegen euch gearbeitet hat, das kotzt diesen Menschen so an, und das bricht hier raus, ja. Also das ist das, was ich hier reinbekomme. Und du warst ziemlich lange in der Ruhe, in der Geduld, ja. Und dieser Mensch möchte sich eigentlich nur noch befreien. Das ist auch mit dem Turm möglich, ja. Wenn der zum Beispiel in einer Noch-Partnerschaft ist und ist überhaupt nicht mehr glücklich, ja, dann sehe ich hier, dass das bricht zusammen. Dieses ganze Konstrukt bricht zusammen und er will einfach nur noch weg. Er will nur noch raus, ja. Okay, schauen wir mal noch weiter. Also krasse Energien, ne? Die jetzt hier, entweder ist es schon jetzt bei dir so passiert oder wie gesagt, du bist gerade mittendrin oder das kommt jetzt halt wirklich erst noch auf dich zu, ja? Gut, was sollen wir denn noch wissen, liebes Universum? Okay, der Hierophant, hier gibt es was zu lernen, ja, also für mich ist der Hierophant immer auch die spirituelle Karte und es ist einfach so, hier gibt es etwas zu lernen, ja, und mit dem Turm, das kann sich hier wirklich unangenehm anfühlen für dein Gegenüber, aber natürlich, wenn man anderen Leuten vor den Kopf stoßen muss, ja, damit man selber sich befreit und glücklich wird, dann, ja, wo das einen freut, ist das anderen leid, ja. Und ich habe das Gefühl, dass es hier wirklich auch Menschen gab, die gegen eure Verbindung gearbeitet haben, ja, Manipulationen von außen. Und hier hat das Universum auch, wie gesagt, eine schöne, also ja, keine schöne Lernaufgabe, aber eine Lernaufgabe eben, ja, für ihn. Und die fühlt sich wahrscheinlich auch nicht gerade schön an, weil, wie gesagt, der Turm, das ist schon immer auch so ein bisschen Erschütterung. Und ich weiß nicht, was in seinem Leben passiert, aber irgendetwas passiert, das könnte hier auch, ich kriege hier tatsächlich so ein bisschen was von einem Karma auch rein, ja, was hier dann auch abgelöst werden darf, ja. Hier bricht etwas raus aus deinem Gegenüber. Also die Gefühle, die kann er nicht mehr, er kann sie nicht mehr unterdrücken, er kann sie nicht mehr zurückhalten. Und mit dem Ritter der Schwerter, das ist schon sehr impulsiv, ja. Das ist schon impulsiv hier. Das ist wirklich so, wie leckt mich jetzt alle am Arsch, ich mache jetzt das, was mich glücklich macht. So eine Einstellung ist das hier, so ein Gefühl ist das hier. Also, ich finde es nicht schlecht, wenn er die Einstellung so hat. Ja, wir haben die 9 der Schwerter. Dein Gegenüber scheint hier wirklich belastet zu sein oder auch du machst dir viele Sorgen. Ja, ich sehe, hier sind Schlafstörungen vorhanden. Hier sind einfach so ein bisschen dieses fast wie Depressive schon. Ich habe das Gefühl, das geht eher in seine Richtung tatsächlich. Dieser Mensch scheint hier sehr erschöpft zu sein, ja, und man ist energielos, man ist einfach energielos und man hat sich hier wahrscheinlich oder er macht sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit auch Gedanken, wie er sich da also raus befreien kann, ja, wie er da rauskommt.
Denn was er möchte, ist endlich wieder ja, auf Wolke 7 schweben, sozusagen. Ja, er möchte seine Gefühle leben und das nicht alles runterdrücken müssen. Und darüber macht dieser Mensch sich große Gedanken, was ihn hier auch stark belasten könnte, tatsächlich. Ja? So, wir haben hier noch den Page der Stäbe, das ist auch nochmal, hier werden die richtigen Töne in deine Richtung angespielt, sozusagen, ja. Der Page der Stäbe ist, der sattelt hier sein Pferd, das ist wirklich so, der kriegt Flügel, der erhebt sich und der möchte zu dir. Hier ist eine starke leidenschaftliche Anziehung in deine Richtung und das belastet diesen Menschen auch, weil er das nicht leben kann. Er kann nicht das leben, was er leben möchte, ja. Und hier kommt eine Veränderung auf jeden Fall rein. Eine ganz große Veränderung, was ich so wahrnehme. Und das wird jetzt auch, glaube ich, sehr zeitnah passieren. Ist so ein Gefühl von mir. Liebevolle Töne, sanfte Töne kriege ich auch hier rein, ja. Also in deine Richtung sehr liebevoll, aber doch auch vielleicht mit so einem, ja, dass es dich überfordert, ja. Also, weil vielleicht hast du länger keinen Kontakt zu deinem Gegenüber gehabt oder ja, es war so eine On-Off-Geschichte und du hast das schon längst alles abgeschrieben oder so eine Sachen, ja. Und weil wir haben hier auch den Turm, der steht ja auch für Trennung, ja. Wir haben hier den König der Schwerter, das könnte auch, wie gesagt, jemand aus deiner Vergangenheit sein. Und wenn der dann wieder auf einmal angerauscht kommt, ja, mit seinem geflügelten Pferd, dann, ja, könnte dich das schon ein bisschen überfordern. Aber wie gesagt, er versucht hier wirklich sehr sanfte und liebevolle Töne zu spielen für dich. Hier spielt auch die Leidenschaft mit, ne? Der kann auch die Leidenschaft nicht mehr unterdrücken. Das macht den hier echt irre, ne? Das macht den irre. Irre, irre. Krassen Energien, echt. Richtig krasse Energien. Gut, was sollen wir noch wissen? Hier kommen Nachrichten. Ich sag doch, das wird bald passieren. Die Acht der Stäbe, das ist immer eine schnelle Karte. Das ist immer positive Veränderung. Ich kann hier meinen, ja, Arsch drauf verwetten, hätte ich bald gesagt, dass hier was kommt. Ja, also ist echt so. Also hier kommt Nachricht. Hier kommt eine positive Veränderung. Hier flattert Nachricht rein, aufgrund, weil er das nicht mehr zurückhalten kann. Er kann es nicht mehr zurückhalten. Und lange, lange hat es gedauert. Lange. Ja, also ich meine, du hast hier wahrscheinlich echt lange gewartet. Und was mir noch so reinkommt, ist mit den 7 der Kelchen, ja. Guck mal, wie leicht und wie schön du da, wie du da so, wie er dich wahrnimmt, ja. Genauso dieses Gefühl habe ich, dass er dich so wahrnimmt. Du bist aufgestiegen, auch in seinem Ansehen bist du aufgestiegen. Hier kommt der Kelch geflogen, ja. Und das ist der Kelch, den er dir geben möchte, weil du bist einfach für diesen Menschen eine wunderschöne Person, ja. Und also, hier kommen Nachrichten. Ich kann es nicht anders sagen, außer wie hier kommt Nachricht. Ja. So, okay, was sollen wir noch wissen? Oh, wie schön. Die Mäßigkeit ist dazu noch gefallen. Das ist echt schön, weil hier kommt etwas in Balance, ja. Hier ist ein Transformationsprozess, hier kommt etwas in Balance. Es wird ausgeglichen, es heilt, ja. Er heilt. Das kriege ich ganz stark rein, ja. Also diese Person, mit der du es zu tun hast, heilt. Und hier kommt jemand auch verändert auf dich zu, ja. Also das ist hier auch von oben tatsächlich so gewollt, ja. Sie hat ja hier diese Engelsflügel, ne?
Und das ist so für mich, das ist von oben gewollt. Auch mit dem Hierophanten, weil das Universum hat ja hier, also ihr habt hier bestimmt ein Karma gehabt, was eben jetzt auch abgelöst wird. Ja, ich kriege das hier ganz stark hier rein, ja, als Information. Okay, schauen wir weiter. Sieben der Stäbe. Ich sag ja, hier gab es tatsächlich Manipulation von außen. Ja, hier haben Leute gegen euch gefeuert. Und vielleicht musste er sich auch immer wieder verteidigen. Und guck mal, weißt du, was mir auffällt? Beide sitzen hier auf diesem Drachen. Ich habe wirklich das Gefühl, ganz stark, dass man diesen Keil zwischen euch treiben wollte. Man hat euch entzweit. Ja, und was ich noch reinbekomme, ist, man hat hier Gerüchte über euch gestreut. Irgendwelche Dinge hat man gemacht, damit ihr nicht zusammen aufsteigt. Das ist das, was ich hier reinbekomme. Und immer wieder musstest du vielleicht dich verteidigen oder er musste sich verteidigen oder ihr beide musstet euch verteidigen. Und das wird geheilt. Das geht raus. Hier findet ein Ende statt. Das geht in die Heilung. Hier wird nichts mehr das kommt nicht mehr an euch ran, ja? Das ist auch vielleicht das Karma, was abgelöst wird. Es kommt nicht mehr an euch ran. Richtig gut, richtig gut. Königin der Schwerter, jetzt bist du gefallen tatsächlich. Du hast hier viel durchgemacht, ja? Und du bist wirklich eine Person, Element Luft, Zwillinge, Waage, Wassermann, die sehr verstandesorientiert ist, die auch klare Entscheidungen spricht und du bist auch bereit, dein Schwert zu erheben und zu kämpfen, ja? Also ich glaube, wenn es hier jemand noch mal versucht, gegen dich zu feuern, gegen euch zu feuern, erhebst du dein Schwert. Du lässt dir das nicht gefallen, nicht als die Königin der Schwerter, ja? Du bist klug, du bist intelligent, du hast göttlichen Schutz. Und du bist diesen Menschen, die dich hier angreifen wollen, meilenweit voraus. Geile Sache, echt geile Sache, weil das finde ich richtig gut. Richtig schön. Ja, fünf der Stäbe. Man wird es probieren. Man wird es probieren. Das ist echt, das ist der Wahnsinn. Man wird es probieren, es werden Herausforderungen auf deinem Weg noch liegen. Ja, das heißt, wenn er hier sagt zu den Leuten oder zu diesen Situationen, egal was auch immer, leck mich am Arsch, ich gehe jetzt meinen Weg und will meine Liebe leben, ja, und zwar mit dir als mein Zuschauer, dann kommt hier die Fünf der Stäbe nochmal rein. Es ist auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, hier wird man dann auch nochmal geprüft. Ja, es ist so dieses Machtspielchen auch. Ich glaube, ihr werdet immer wieder, wenn ihr wirklich hier so manipulatives Außen vor allen Dingen habt, sei es Familie, Freunde, hier kommen Herausforderungen, wappne dich davor. Ja, du siehst das jetzt hier und du bist gewarnt. Und agiere klug. Setze deinen Verstand ein. Gehe nicht in die Emotionen. Lasse es nicht an dich heran. Du hast das Schild, ja? Und es kommt nicht mehr an dich ran. Du bist hier auch beschützt, ja? Und Tipp ist hier wirklich Verstand. Nicht aus deinen Emotionen heraus handeln. Ja, die Emotionen helfen dir in dem Moment nicht, weil dadurch schaffst du eher wieder neue Blockaden, weil etwas in dir verletzt wird, ja. Gerade wenn man dich verbal angreift oder dich durch den Dreck zieht oder sonstiges, ja. Handel wirklich nach deinem, also mit deinem Verstand und du wirst auch diese Herausforderung meistern. Okay, schauen wir noch ein bisschen weiter. Ich hätte gerne noch ein, zwei Karten, liebes Universum, zu dieser Situation. Also ganz einfach wird das hier nicht, ne? Mit den neun der Stäben habe ich hier schon, dass du, also ich finde, sie sieht hier sehr so, ja, wie so eine Kriegerin, die bereit ist. So nach dem Motto, kommt doch her, wir sind stark und ihr seid zusammen auf dieser Karte, ja. Hier brennt das Feuer und du sitzt da wirklich so nach dem Motto, ich warte nur drauf, ja. Und
Genau das könnte auch passieren, dass das kommt. Und da gilt es hier, Verstand, dein Verstand, das ist das Wichtigste. Du bist klug, du bist intelligent, ja, und du weißt ganz genau, wie du zu handeln hast, denn du hast ja auch eine göttliche Führung, ja. Und das ist echt schön. Also mach dir da gar nicht so viel Sorgen und lass dich nicht beirren. Es kann sein, dass dich das noch mal ein bisschen belastet tatsächlich. Und mit der Kraft zeigt mir einfach nur, eure Verbindung ist zu stark. Eure Verbindung ist zu stark. Man kann sie nicht kaputt machen. Du hast ihn schon lange im Sack sozusagen, ja. Also ich weiß es nicht. Du bist einfach hier für ihn diese Sonnenblume. Du gibst ihm Wärme, du gibst ihm Liebe, du gibst ihm Geborgenheit. Ich kriege mit der Karte nicht nur das Abenteuerliche, Leidenschaftliche diesmal rein, sondern wirklich auch diese Geborgenheit. Ja, es ist auch so ein ganz krasses Vertrauen zwischen euch. Hier herrscht ein Vertrauen. Man kann sich auf dich verlassen. Ja. Man kann sich verlassen, auch wenn er woanders hinguckt. Du bist da, du stellst dich vor ihn. Also du fällst ihm nicht in den Rücken. Das ist das, was ich zu dieser Legung oder bei dieser Legung durch diese Karten jetzt reinbekomme, ja? Okay, aber ich möchte jetzt doch noch ein, zwei Karten haben. Hier hat sich eine umgedreht. Zwei der Schwerter. Die zwei der Schwerter ist so eine Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn diese Situation hier kommen sollte, ja, und du merkst, hier schießen wieder andere gegen euch oder hier gibt es Situationen, wo Machtspielchen laufen, ja. Ich habe das Gefühl, du sollst dort ganz klar eine Entscheidung treffen und vorwärts gehen. Du bist die Königin der Schwerter. Ja, du hast in den, die, die Intelligenz, diese Situation so zu wandeln, dass sie für dich gut ausgeht. Ja, und das ist das, was ich hier mit reinbekomme. Und du hast hier auch die Kraft und die Stärke. Ja, und ich weiß nicht, hier bewegt sich wirklich etwas sehr stark. Es geht hier um die Wunscherfüllung. Es geht auch vielleicht darum, dass man zwischenzeitlich vielleicht auch in Zweifeln kommt. Ja, auch dein Gegenüber könnte hier nochmal in Zweifeln kommen, könnte ein bisschen unentschlossen sein. Ich sehe aber wirklich, dass das rausgeht. Ja, also Fakt ist, hier kommen Nachrichten. Hier versuchen andere Menschen, eure Verbindung kaputt zu machen. Anders kann ich es nicht sagen, ja. Sie versuchen es mit allen möglichen Mitteln. Und das ist, weil man dein Gegenüber für sich behalten möchte. Ja, und man gönnt ihm vielleicht auch nicht, dass er seine Liebe lebt oder man mag dich nicht aus irgendwelchen Gründen, mag man dich nicht. Keine Ahnung, man akzeptiert dich nicht. Ich weiß es nicht, ja. Aber Fakt ist, dieses Band zwischen euch, das ist einfach zu stark, weil er kann sich auf dich immer verlassen, ja, und auch diese Herausforderung, er weiß, dass er sich auf dich verlassen kann, auch wenn er die Augen verschlossen hat, kann er sich auf dich verlassen, ja, und ich glaube, dass man hier, selbst wenn man hier so ein bisschen ins Schwanken nochmal gerät, man wird eine klare Entscheidung treffen und die ist für dich und ich weiß nicht, vielleicht haut ihr auch beide gemeinsam ab, sowas könnte ich mir hier auch vorstellen. Also richtig spannend. Und es ist, wie gesagt, jemand sechs der Kelche könnte jemand tatsächlich aus deiner Vergangenheit sein. Ihr könntet schon viele gemeinsame schöne Zeiten gehabt haben. Und hier könnte auch sein, dass ihr einfach wirklich zusammen verreist, euch auch einen Wunsch erfüllt und sagt, wisst ihr was, leckt uns alle. Ja, und ihr beide geht woanders hin. Das ist auch das, was ich hier noch mit reinbekomme. Okay. Jetzt schauen wir noch mal die Orakelkarten. Was sagen die Orakelkarten noch? Die Wunderkerze, Funken sprühen, Erkenntnis, Flirt neuer. Ich sag ja, der bekommt hier das geflügelte Pferd hier. Der kriegt die Erkenntnis, hier
hier kommt dieser Durchbruch, dieser Umbruch. Krass, echt krass. Das Karussell, etwas dreht sich im Kreis, wiederkehrender Zyklus. Ja, es kann sein, dass du das schon mal erlebt hast mit ihm, ja? Und hier gilt es diesmal anders so. Vielleicht warst du sonst immer emotional. Du hast aus deinen Emotionen gehandelt. Tu es bitte nicht. Zeige deinen Verstand. Handle aus deinem Verstand, ja? Wenn hier so eine Situation kommt, wo man dich angreift oder wie auch immer. Du bist klüger. Du bist einfach klüger. Du bist die Königin der Schwerter. Der macht man nichts vor. No way. Triton, Gefühlschaos, unendlich tiefe Gefühle, Macht über Gefühle. Ja, also ich glaube, hier hatte jemand Macht über dein Gegenüber tatsächlich. Deswegen hat man sich hier auch im Kreis gedreht. Vielleicht immer wieder ist er in Rückzug gegangen, weil er es halt den anderen recht machen wollte. Konnte nicht zu seinen Gefühlen stehen. Genau solche Sachen, ja. Aber hier hat man tiefe Gefühle und die kann man eben, die brechen auch genau hier raus. Tja, Gefühle kann man halt nicht steuern. Auch wenn es immer so viele gerne probieren. Gewitter, Streit, Trennung, Umbruch, Durchbruch, Aufbruch, schnell. Alles bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Schnelligkeit, ich sage ja, hier geht irgendwas komplett, also das kann dich schon echt überfordern. Hier gab es eine Trennung, hier gab es Streit, ja, auch mit Familie oder mit Freunden, ich weiß es nicht. Krasse Bestätigung zu diesem Reading. Verstandesebene, Verstandesebene, ganz wichtig. Urvertrauen, Selbstvertrauen, deine Selbstliebe und dein Verstand. Ja, das ist dein Thema und da gehst du auch hin. Da gehst du definitiv hin und glaube an dich. Glaube an dich, ja, du brauchst keine Angst haben. Vertraue auch auf das, auf die Führung von oben. Ja, der magische Reiter noch. Bewegung, Antrieb, schnell, Klarheit. Du wirst hier ziemlich schnell eine Klarheit bekommen. Und ich habe ja vorhin noch gesagt, ich verwette meinen Arsch da drauf, ja, dass hier irgendwas schnell passiert. Krasse Sache. Okay, schauen wir noch schnell die Sternzeichen. Also ich habe ja schon fast alle gesagt, wir haben hier noch Löwe. Wir haben noch Krebs. Wir haben Stier. Skorpion. Die Waage, Steinbock, Löwe und im Unterdeck sind noch die Zwillinge. So, und jetzt ziehe ich noch eine Zeitkarte, weil das interessiert mich jetzt, eine Zeitkarte bitte. Durch die 1, es geht fast so schnell, ein Tag, eine Woche, ich drehe durch. Also hier, Leute, wirklich, wenn ihr hier in Resonanz seid, ich schwör's euch, hier passiert irgendetwas, hier kriegt ihr zumindest Nachricht, ihr kommt in Kontakt, hier meldet sich wieder jemand, die 1 könnte wichtig sein, bitte nagelt euch nicht zu sehr auf Zeit fest, Zeit ist relativ im Universum, ja, und sie kann passen, muss aber nicht passen, es kann auch noch eine Woche, einen Monat dauern, und auch bei den Sternzeichen, auch wenn dein Sternzeichen nicht dabei ist, kann es trotzdem dein Reading sein, ja? Nagelt euch auch da nicht zu sehr drauf fest. Okay, ihr Lieben. Ja, nee, ich beende das Reading jetzt so. Ich finde es mega geil. Hier kommen diese bösen, diese Menschen, die hier echt scheiße waren, die kommen nicht mehr an euch ran. Und das ist schön. Das ist schön, weil euer Band ist einfach zu stark. Ist auch eine Seelenpartnerschaft wahrscheinlich. Also sehr wahrscheinlich. Die 6 der Kelche steht immer für Seelenpartnerschaft. Okay, ihr Lieben, wenn euch das gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ich freue mich riesig drüber. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Passt gut auf euch auf. Und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.